Zum einen hoffen wir natürlich, dass die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine möglichst bald endet. Und davon hängt natürlich auch die weitere Entwicklung in Österreich in Bezug auf die Wirtschaft und die Arbeitsplätze ab. Wir können uns aber auf einen Marathon einstellen, denn auch wenn all das endet, werden die Sanktionen dauerhaft bestehen bleiben. In der ersten Welle haben wir wahrgenommen, in der ersten Teuerungswelle, dass pflanzliche Produkte sich verteuert haben, wie Speise, Öle, Fette. Und im zweiten Schritt jetzt sind Steigerungen im tierischen Bereich zu erwarten, also Fleisch, Eier, Käse, Milch, all das verteuert sich jetzt, denn die Händler kaufen mittlerweile um 25% teurer ein, teilweise auch um bis zu 120% teurer, wenn man Mineralöl denkt. Und wir müssen zum Glück nicht alles weitergeben, aber wie zuletzt, dass einfach nur 3% bei Fleisch weitergegeben werden, das ist nicht mehr möglich. Und der Schwerpunkt ist aber dennoch der Steigerungen im Energiebereich, an der Zapfsäule nach wie vor, auch wenn sich es da ein bisschen beruhigt hat, und im Gastronomiebereich, denn dort ist die Herkunftskennzeichnung noch nicht umgesetzt und da hat man bis zuletzt aus der Ukraine, aus Holland, überall beschafft. Da sind jetzt die Lieferketten etwas gestört. Nicht so bei den Supermärkten, denn die haben immer schon regional bei der Landwirtschaft in Österreich beschafft und damit ist es hier noch erträglicher und nicht so stark spürbar. Was kann man denn tun, damit die Inflation bzw. die Teuerung nicht derartig zuschlägt? Wie könnte man hier dagegen steuern? Die Politik ist da in zweierlei Hinsicht gefordert. Zum einen ist klar, dass die beste Maßnahme gegen Inflation ist jene, wenn möglichst viele Menschen einen Job haben. Wir haben aber derzeit doppelt so viele offene Stellen wie noch vor einem Jahr und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass es im Bereich des Arbeitsmarktes nicht nur eine Bilanz gibt, wie viele Personen mehr angestellt sind, sondern dass man sich die offenen Stellen ansieht, denn genau das verhindert, dass die Wirtschaft voll funktionieren kann. Das Zweite ist natürlich die Senkung der Lohn- und Nebenkosten, weil es gibt kaum ein Land in Europa, wo so wenig netto für die Menschen im Börsel bleibt und dennoch aber der Arbeitgeber ein Drittel noch einmal auf den Bruttolohn draufzahlt, weil hier viele Kammern und Strukturen einfach mitverdienen, die aber nicht das leisten, was in anderen Ländern eben geboten wird und aber sehr viel mehr verrechnen. Und daher finanziert jede dreiköpfige Familie schon fast einen vierten Beamten mit, muss man sagen, oder einen staatsnahen Bediensteten. Und das darf in der Dimension nicht mehr so fortbestehen. Und daher ist da jetzt eine Handlung gefordert. Und der letzte Punkt ist das Abschaffen der kalten Progression. Das ist zwar auch etwas, was die Politik nicht gerne tut, wenn man keine Steuerreform verkaufen kann in der werblichen Form an die Bevölkerung vor einer Wahl. Aber wenn der Finanzminister jetzt 7 bis 11 Milliarden Mehreinnahmen hat aufgrund der gestiegenen Preise und der entsprechenden Steuern, die er einnimmt, dann muss das der Bevölkerung zurückgegeben werden. Und da ist die Abschaffung der kalten Progression systemisch sinnvoll, denn Einmaleffekte sind da zu wenig. Wie gesagt, es geht um einen Marathon der Teuerung und daher braucht es da wirklich jetzt mutige Entscheidungen und nicht ein Weiterwursteln mit Pseudoreformen wie in den letzten Jahren. Woher lässt sich diese Teuerung erklären? Ist es einerseits der Krieg in der Ukraine bzw. auch die Corona-Pandemie, die hier in die Karten spielt, dass alles steigt? Das sind unterschiedliche Faktoren. Wir haben schon Beginn der Gesundheitskrise im März 2020 ja die Belastung der Lieferketten wahrgenommen, weil einfach internationale Einkaufsströme sich verändert haben. Es wurden weniger Autos produziert, weil man dachte, durch die Lockdowns braucht es weniger. Dann sind weniger Mikrochips produziert worden. Das hat sich dann durch alle Bereiche gezogen. Dann hat es den Suezkanal, die Sperre durch das Schiff gegeben. Man hat gesehen, dass auch der langsame und billige Logistikweg über das Schiff sehr fragil ist. Und jetzt zuletzt hat sich dann natürlich eben noch einmal durch die Ukraine-Krise und den Krieg alles verschärft, was im Bereich der Nahrungsmittel und vieler Zubehörteile, die aus der Ukraine oder aus Russland kommen, eben auch betroffen ist.